Hagel vom Himmel fallen lassen. Ja, und wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt, diese 700 Billionen, die irgendwo als Zahlen im Computer, als Euros oder Dollars existieren, wenn man das ins Verhältnis setzt zum Bruttosozialprodukt der ganzen Welt, dann stellt man fest, dass das Bruttosozialprodukt der ganzen Welt nur 60 Billionen sind. Wow, also wir haben weniger als ein Zehntel. Ja, es sind das 10- oder 12-fache von dem, was wir an Dienstleistungen und Waren in der ganzen Welt in einem Jahr herstellen. Das 10- bis 12-fache davon steckt in Papieren, die keinen reellen Wert haben. Außer. Aber alles steuern. Alles kontrollieren und steuern. Mit denen kann ich alles kontrollieren und steuern. Es wäre schön, wenn es Steuern im Sinne von Staatseinnahmen wären. Weil dann könnte man damit natürlich auch sehr, sehr viel erreichen. Das muss man sich mal überlegen. Da sind 700 Billionen Euro irgendwo, da wird mit rumspekuliert. Und wenn ein neuer Tisch in der Schule kommen soll, dann sagt man, haben wir kein Geld. Also Fazit ist, wir haben hier einen Finanzmarkt, der sich völlig von der Realwirtschaft abgelöst hat, aber dennoch die totale Kontrolle über die Realwirtschaft behält. Ja, das ist das ganz Schlimme. Und da haben unsere Politiker haben da maßgeblichen Erfolg oder haben maßgeblich dazu beigetragen, weil Erfolg kann man diese Scheiße ja nicht nennen. Die haben dazu beigetragen, dass die Banken dereguliert werden. Die haben die Gesetze gemacht, damit die Banken diese Macht kriegen. Und das Allerwitzigste ist, der ehemalige Chef der Bundesbank, Herr Tietmeier, hat das den Staatsmännern in Davos gesagt und hat gesagt, ihr wisst ja, was ihr da für Gesetze gemacht habt, so ungefähr. Jetzt kontrolliert nicht mehr der Staat die Banken, sondern ihr Staatsmänner, ihr steht unter der Kontrolle der Banken, des Finanzwesens. Und was haben die Staatsmänner gemacht, als sie das gehört haben? Applaus! Genau, die haben applaudiert, die haben das gar nicht gemerkt oder vielleicht wollten sie es nicht merken. Echt, das sagt mir einer, du hast nichts mehr zu sagen, liebe. Damals war die Frau Merkel, glaube ich, noch nicht, aber sagen wir mal, liebe Frau Merkel, du hast gar nichts mehr zu sagen, du hast dich dem Diktat der Banken zu unterwerfen. Und was macht Frau Merkel? Sie applaudiert. Das sind die Politiker, ja, die wir haben. Da fragt man sich, was für Drogen nehmen die? Genau, die möchte ich auch haben. Also der Finanzminister von Spanien, der scheint ja auch solches Zeug zu haben im Schrank, weil wenn man sich anschaut, wie der sich äußert zu den 400.000 Entlassungen aufgrund der Sparmaßnahmen, das findet er eine wunderbare Sache und das ist nötig, um im Club von Europa zu bleiben. Und das ist eine tolle Wachstumsprognose, die dadurch erreichen, dass die sich von ihren Sozialgesetzen verabschiedet haben und letztendlich alles ruinieren. Und der feiert sich da drauf. Also da fragt man sich auch, mit was für Drogen macht er sich den Tag schön? Ja, und das in einem Interview, was man in einem Film sehen kann. Da geht der spanische Finanzminister hin und erzählt, wie toll er es findet, dass er von der Troika kontrolliert wird. Da fährt er voll drauf ab. Also da fragt man sich, wie bekloppt kann man eigentlich sein? Ja? Das ist wie bei 50 Shades of Grey. Wahrscheinlich. Ach, ja, okay. Das Finanzsystem wird leider nicht besser, je länger wir drüber reden. Deshalb. Ja. Wir brauchen ein anderes Thema. Wer möchte denn mal über was anderes sprechen, außer über Finanzsysteme? Der Jens wollte doch jetzt was zu Samstag sagen. Der Udo ist schon fast am Mikro. Oder? Geht ganz schnell, Jens. Ja, gibt eigentlich eine gute Nachricht und auch eine schlechte. Eine gute für jemanden, der uns hier fast ein Jahr lang begleitet hat und eine schlechte für uns, nämlich der Andreas, der uns hier immer so tatkräftig hier unterstützt hat, wirklich, der hier geschleppt hat wie ein Wahnsinniger, der hat so viel geschleppt wie wir alle zusammen, die wir das hier aufgebaut haben, der geht beruflich jetzt in Richtung Berlin, Brandenburg und ist heute das letzte Mal hier und ich möchte mich hier ganz offiziell mal bei dir bedanken für deinen Arrangement.
Und wenn du da, wo du hinfährst, auf eine Mahnwache gehst, ne, und ein Zeugnis brauchst, da kannst du gerne kommen. Da kriegst du von mir eine glatte Eins. Danke für alles, ne? Und dir viel Glück beruflich. Ja, was soll ich groß erzählen? Ja, ich stelle mich mal in die Mitte, weil Kameras habe ich zwar die Tage schon genug gehabt, aber lässt sich ja nicht vermeiden. Also, am 7.3. starten wir hier in Krefeld eine Demonstration gegen Waffenexporte. Und zwar gegen die Firma Rheinmetall, die hier ganz versteckt in einem Wohngebiet ansässig ist. Allerdings ist das, da muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen, die sogenannte Ballistic Protection GmbH. Große Aktiengesellschaften machen das ja nur allzu gerne, ihren Konzern in GmbHs aufzuteilen aufgrund von arbeitsrechtlichen Fragen und auch Tariffragen. Diese Firma stellt Panzerungen her, Keramikverbundstoffe, Faserverbundstoffe. Direkt nebenan ist die Firma Kleidewefers, das dürfte jedem Krefelder eigentlich was sagen. Krefeld, Stadt wie Samt und Seide. Ich meine, letzten Endes würde ich das auch gerne wieder sehen, diese Zeiten. Allerdings nicht im Rüstungsbereich. Und wir haben also eine ganz klare Forderung an Rheinmetall und auch an die Bundesregierung. Nämlich den Stopp sämtlicher Waffenexporte. Sämtlicher. Und davon nehmen wir nichts aus. Und wir wollen eine grundgesetzliche Aufnahme des Verbots von Rüstungsexporten, sprich eine Änderung des Artikels 26 Absatz 2. Und solange das nicht stattfindet, werden wir wiederkommen. Wir werden definitiv wiederkommen. Wir lassen Rheinmetall nicht mehr in Ruhe. Wir lassen auch Schmeißer nicht mehr in Ruhe. Die sind hier auch ansässig und produzieren das AR-15 in Lizenz. Wir werden diese Firmen definitiv nicht mehr in Ruhe lassen. Wir kommen wieder. Das ist ein Versprechen. Und ich hoffe, dass diese Aktion bundesweit Nachahmer findet, denn wir haben überall in der Bundesrepublik Rüstungskonzerne. Bei Rheinmetall schmeckt mir eine Sache ganz besonders nicht. Rheinmetall hat in den frühen 70ern die Uranmunition entwickelt. Es hieß immer, die wäre in Deutschland nie verschossen worden. Das stimmt aber nicht. Die ist auf etlichen Truppenübungsplätzen getestet worden, im Bayerischen besonders. Das heißt also, da gibt es Gegenden, die sind mit abgereichertem Uran verseucht. Und ich bezeichne das als einen Genozid. Das, was, wenn Uranmunition verschossen wird auf der Welt, ist das ein Genozid. Und da gilt es gegen anzustinken. Und wenn wir das halt eben nicht mit gewissen Mitteln machen dürfen, dann müssen wir es halt eben friedlich tun. Und wir sind hier eine Friedensmahnwache. Also werden wir definitiv unseren Protest einlegen. Und wie ihr habt bestimmt alle mitbekommen, Rheinmetall hat in den letzten Jahren unheimlich viel Gelder nach Griechenland geschoben für ihre Rüstungsgeschäfte. Es waren insgesamt 127 Millionen Euro. Und wenn man jetzt denkt, ja, das ist korrupt. Ja klar, natürlich ist das korrupt. Aber wisst ihr, was noch viel korrupter ist? Das kristallisiert sich dann so raus, wenn man mal wirklich mal im Internet ein bisschen recherchiert. Das sind sogenannte Kickback-Zahlungen. Das heißt also, ich gehe zu einem griechischen Beamten und sage, hör mal, pass mal auf, wir ziehen den Panzerdeal durch. Du kriegst von mir 8 Millionen Euro dafür. Ich erwarte aber von dir, dass du mir 6 davon zurücküberweist auf ein Nummernkonto auf den Caymans. Das sind Kickback-Zahlungen. Und das ist gang und gäbe. Und das ist seit Jahren bekannt. Und ich erwarte, und das ist ein Aufruf an die Staatsanwaltschaft, an den Generalbundesanwalt, dass er gefälligst langsam mal Ermittlungen gegen dieses Unternehmen unternimmt. Es wird nämlich höchste Eisenbahn. Also was auch noch interessant ist, als Griechenland dann ja in die wirtschaftlichen und finanziellen Turbulenzen kam, wurde alles gekürzt, nur nicht der Militärhaushalt. Der wurde nicht gekürzt. Da hat sich dann wahrscheinlich sogar Frau Merkel persönlich für eingesetzt, dass die Griechen weiterhin unsere Panzer und U-Boote kaufen. Gut so. Danke. Gutes Statement. Ja. Also es waren insgesamt meines Wissens nach über 300 Millionen Euro, die da im Spiel waren. Panzer und U-Boote.
Und es ist ja schon bezeichnend, wenn wir den Griechen Sparauflagen aufdrücken, ja, aber im Militärhaushalt wird nicht gekürzt. Ja, ist ja auch klar, warum. Weil wir uns unter einem EU-Diktat befinden, was die EU-Staaten dazu verpflichtet, aufzurüsten. Steht im Lissabon-Vertrag, das kann jeder nachlesen. Wer das nicht glaubt, der soll sich dann halt eben mal die, ich glaube 800 Seiten sind es mittlerweile oder so, irgendwie in der Übersetzung zumindest, sollte man sich mal durchlesen. Auf jeden